Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Es geht um ein Rostocker Thema, wie immer bei uns in der Sendung. Klar, das heißt Gespräche mit Karin Ahrens, das bin ich, und wir von hier. Und ich habe zwei Gesprächspartner heute und die stellen sich jetzt ganz kurz mal vor. Ja, mein Name ist Dieter Krauser, sitze hier als Vorsitzender des Mühlendammschleuse e.V. Ansonsten bin ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holz- und Bautenschutz. Kann man vielleicht schon eine Parallele sehen zum Thema alte Bauten und Denkmäler. Bin Rostocker, gebürtiger Rostocker, bin 64, stehe noch mitten im Beruf und versuche das mit der Schleuse so nebenbei zu managen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Mike Vater. Ich bin die rechte Hand vom Detlef. Wir kennen uns schon, ich denke mal so seit 2012. Bin eigentlich gebürtiger Wismaraner, aber meine Großeltern haben mich nach Rostock gezogen. Die Luft, die Liebe zum Land hat mich nach Rostock gezogen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und stehe beruflich ebenso als öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger für Immobilien im Tätigkeitsfeld und habe demzufolge auch viel mit alten Immobilien zu tun. Und wir haben uns auf dem Gebiet, ich sag mal, unten der Schleuse kennengelernt. Ah, dann habe ich so praktisch gleich eine Brücke, wenn man sich mit alten, erhaltenswerten Dingen beschäftigt. Dann ist das ganz zwangsläufig, dass das sich nicht nur auf Immobilien beschränkt, sondern dass sich das auch auf technische Denkmäler ausdehnt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal einen kleinen Film an. Ich glaube, das macht deutlich, was wir da erhalten möchten. Und das möchten wir auch gerne unterstützen. Der Mühlendamm ist an dieser Stelle wenig von Leuten frequentiert und schon gar nicht von Familien, wie hier zu sehen. Wollen Sie vielleicht die Gaststätte zur Schleuse besuchen? Aber die ist schon seit längerem geschlossen. Eigentlich schade. Wahrscheinlich ist die Familie auf dem Weg zur einzigen Schleuse von Rostock. Die ist ebenfalls schon seit Jahren geschlossen. Aber heute, am Tag des Denkmals, ist sie geöffnet. Und der Verein Mühlendammschleuse e.V. hat alle Interessierten zu einem Schleusenfest eingeladen. Gleich am Eingang eine wunderbare Möglichkeit, von oben auf Rostock zu sehen. Das lassen sich verständlicherweise viele Besucher nicht entgehen. Wir auch nicht. Und deshalb kommen Sie einfach mit und genießen einen kurzen Augenblick diese wunderschöne Aussicht. Wieder glücklich auf der Erde gelandet, sehen wir uns noch ein wenig auf der Festwiese um. Wir konnten viel Interessantes im Ausstellungszelt erfahren. Doch das Gelände um die Schleuse herum zieht uns magisch an. Tja, hier geht es nicht weiter. Sehr schade.
Es gab auch eine Führung für die Besucher durch Mitglieder des Schleusenvereins. Sie kämpfen schon lange für den Erhalt dieser Schleuse. Sondern wenn Sie nach unten gucken, da gibt es also noch so eine Mythe. Da hinten unter der blauen Plane liegen noch sogenannte Fluttore. Die werden also schräg reingelassen und dann abgedichtet, sodass man dann beide Schleusentore ziehen kann und kann das Schleusenbecken komplett leer machen. Wie der Kampf um die Schleuse ausgeht, weiß noch keiner. Diese Kröte interessiert das nicht. Aber diese Menschen irritieren sie ein wenig. Sie versteckt sich und wartet, bis am Abend die Schleuse wieder geschlossen wird. Die Frage steht im Raum: Für immer? Oder gibt es einen Neuanfang? Ja, das ist ein sehr schöner Film. Wie hat er Ihnen gefallen? Sehr schön. Er stellt das Problem auf eine sehr angenehme Art und Weise dar. Es handelt sich ja um die Mühlendammschleuse. Warum ist das aus eurer Sicht wirklich dringend erforderlich, so etwas zu erhalten? Denn viele sagen, naja, das gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt noch einen Nebenarm der Warnow. Es gibt ja viele Argumente, die auch sagen, muss nicht sein, die Betreibung kostet Geld und so weiter. Jetzt kommt ihr. Ja, ich bin 2012, wie gesagt, erst dort unten über einen Freund in die Anlage reingerutscht. Dort unten gibt es alte Bootshäuser aus DDR-Zeiten, die in den 60er Jahren entstanden sind. Es ist, wie wir im Film gesehen haben, eine sehr schöne, sehr ruhige Landschaft. Und das hängt damit zusammen, habe ich mir erzählen lassen, mit dem Trinkwasserschutz der Hansestadt Rostock ist dieses Gebiet in den 80er Jahren speziell geschützt worden und man kann dort, ich sag mal so dicht an der Stadt, doch so schöne Erholung finden. Und mein Ziel war es eigentlich, mit meinen Kindern gemeinsam dieses Gebiet mal kennenzulernen, die Warnow kennenzulernen, nicht nur von der Ostseeseite, Unterwarnow-Seite, sondern auch in diesem Bereich der Oberwarnow-Seite. Und deswegen bin ich in dieses Gebiet reingegangen mit Paddelboot und wollte meinen Kindern eigentlich mal zeigen, wie eine Schleuse funktioniert. Und genau in dem Moment hat man sie eigentlich zugemacht und ich bin nicht mehr durchgekommen. Und das war in welchem Jahr? Wie lange ist es jetzt schon zu? Das ist jetzt seit Oktober 1.10.2011, dass man die abgeschlossen hat und den Bürgern aber immer noch suggeriert hat, sie wird saniert. Das kam im Zuge der Straßensanierung des Mühlendamms, dass man gesagt hat, man legt beide Baustellen zusammen. Und da ging dann aber das Problem los, dass sich eben die Verantwortlichen, die sowohl für den Hochwasserschutz zuständig sind, das Land Schwerin, als auch die Stadt Rostock, die für den Tourismus und für den Straßenbau an der Stelle zuständig ist, und der Bund, der für die Schleuse zuständig ist, sich eigentlich an dieser Baustelle nachher nicht einigen konnten. Es gibt ja immer Ursache und Wirkung. Und wenn man sagt, so ein bürgerschaftliches Engagement, und das macht ihr ja alle beide, das sollte eigentlich belohnt werden. Und die Stadt möchte auch Menschen und Bürger haben, die sich einsetzen für Vereine, die sich einsetzen für eine lebenswerte Umwelt und unter anderem eben auch für erhaltenswerte Bauten. Ja, wenn man jetzt sagen könnte, ihr könnt mit kurzen Worten sagen, der ganze Abriss dessen Gründung des Vereins, wo sind die Verbündeten, wo sind diejenigen, die in die Pflicht genommen werden müssten aus eurer Sicht, dass man da so ein bisschen Klarheit reinbringt? Ich möchte einen kleinen Schritt zurückgehen. Warum, wieso, weshalb? Es gibt eigentlich zwei Aspekte für diese Schleuse, um diese Schleuse zu erhalten. Das eine ist die Durchgängigkeit eines Wasserweges. Die Schleuse ist immer die einzige schiffbare Verbindung zwischen Unterwarnow und Oberwarnow. Das sieht man also, wenn heute jemand, ein Wasserwanderer, kommt, dann muss er sein so Boot rausnehmen, über die Mühlenstammstraße rübertragen, andere Seite wieder einsetzen. Mhm. Inzwischen ist abgeschlossen, geht gar nicht mehr. Das heißt also, für den Wassertourismus ist sie nach unserer Ansicht wichtig. Und diese Schleuse ist 1886 eröffnet worden, ist also in diesem Jahr 131 Jahre alt. Und diese Schleuse hat also mit ihrer Funktion damals, muss man sagen, also bis in die 50er Jahre dazu beigetragen, dass also Unmengen an Gütern transportiert worden sind. Das fängt also an mit Zuckerrüben, das geht über Torf, das geht über Kohle, das geht über die Ziegeleien. Das heißt, sämtliche Ziegeleien an der Oberwarnow haben mit ihren Frachtschiffen durch diese Schleuse Rostock mit Ziegeln versorgt. Es gibt also einen unheimlich engen Bezug zur Entwicklung der Stadt Rostock.
was die Geschichte dieser Schleuse betrifft. Mhm. Und diese beiden Aspekte sind das eigentlich, die uns damals bewogen haben zu sagen, geht nicht, kann man nicht zu Schiffen schütten, wir brauchen diese Schleuse und wir brauchen sie nicht nur für den Tourismus, sondern wir brauchen sie auch als Erinnerung an die Entwicklung der Stadt Rostock. Ja, und um auch begreiflich zu machen, wie funktioniert so etwas überhaupt? Das ist ja auch für Schulklassen interessant. Wir haben ja gesehen am Tag des offenen Denkmals, wo wir den kleinen Film gedreht haben, wie viel interessierte Menschen da waren. Ja, und ich sag mal, diese knapp 1000 Leute, die dort unten waren in diesem Jahr und im vergangenen Jahr auch, wir haben ja letztes Jahr angefangen mit unserem sogenannten Schleusenfest zum Tag des offenen Denkmals, zeigt eigentlich, wie beliebt diese Schleuse, das heißt nicht nur die Schleuse, sondern wir reden ja auch über das gesamte Schleusengelände, wie beliebt das dort unten ist, für die Einheimischen, Touristen natürlich im Moment noch weniger, aber auf jeden Fall für die Einheimischen, weil es wirklich ein Ort der Entspannung und Erholung dort hinten sein kann, wenn man es dann entsprechend nutzt. Und wie gesagt, sowohl für die vielen Wassertouristen, die dort durch die Schleuse möchten, sehen wir also dieses Gelände für einen absoluten Highlight für die Stadt Rostock, was das Thema Naherholung betrifft. Wir wissen oder ahnen, wie viele Wohnungen gebaut werden sollen an der Neubrandenburger Straße, Alte Neumolkerei, Neue Molkerei, am Weißen Kreuz. Und es gibt also auf dieser Seite der Stadt Rostock in puncto Naherholung gar nichts. Ja, ich habe davon auch gehört, dass dort Wohnbebauung stattfinden soll. Die Stadt platzt ja aus allen Nähten und wir haben Zuzug, Gott sei Dank, wieder. Also das ist schon mal sehr schön. Aber dem würde ja nicht entgegenstehen, die Schleuse weiter zu betreiben, oder? Ist das Wir sehen ja diese Schleuse dort unten immer als Ganzes. Hm. Das heißt, wir sehen zum einen diese Schleuse als Wasserweg für Einheimische, für Touristen. Wir sehen aber auch die Nutzung dieses Geländes. Wir haben dort also konkrete Pläne schon mal ausgearbeitet. Wir möchten dort gerne einen Wasserwanderersplatz haben, den es in Rostock an der Oberbahn noch nicht gibt. Es gibt keine Einsatzstelle für Wasserwanderer. Es gibt so ein Provisorium in der Nähe des Wehrs, die man also dafür eigentlich nicht bezeichnen kann. Wir möchten dort unten in Zusammenarbeit mit dem ADFC, der also auf unserer Seite ist, einen Stützpunkt machen. Weil direkt das ist Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, ja. Nur für die Abkürzung nicht so geläufig haben. Ja, also es wird ja dort unten laut Planung an der Stadt Rostock den sogenannten Uferweg geben, der ja direkt an diesem Schleusengelände vorbeigeht und dann zwischen den Gärten bis zur Stralsunder Brücke sich durchschlängeln wird. Der ADFC möchte also dort gerne einen Stützpunkt machen. Und wir stellen uns auch vor, dort unten auf diesem Gelände ein bisschen Gastronomie zu betreiben. Also nicht irgendwas Hochwertiges, nicht wir, nein. Also betreiben zu lassen. Betreiben zu lassen. Ich sag mal so im Sinne einer leckeren Fischbratküche mit Biergarten. Das hatten wir ja schon mal. Die Gaststätte zur Schleuse war ja offen. Also ich bin da gerne gewesen, muss ich sagen. Da konnte man Tretboote oder sich auch ein Ruderboot ausleihen. Und da war es möglich, tatsächlich dann bis nach Schwan hoch und weiter, also dem Lauf der Warnow zu folgen, das war sehr idyllisch. Man hat es im Film ja auch gesehen. Es ist fast unwirklich, ne? Weil man denkt, es ist mitten in der Stadt und es strahlt eine wirkliche Ruhe aus. Ja, wir kommen nochmal zurück. Ich möchte trotzdem wissen, wer befürwortet, wem gehört das Gelände? Das ist ja auch alles so, dass man das mal wissen muss. Einer muss verantwortlich sein, einer ist der Besitzer. Das seid ihr ja nicht als Verein. Nein. Also und wie kriegt man jetzt denjenigen mit in die Verantwortung und durch welche Wege seid ihr da schon gegangen? Das ist ja auch wichtig. Ja, der erste Weg ist erstmal festzustellen, wer ist der Eigentümer, wer ist hier verantwortlich. Dazu sind wir dann herangegangen an das Bundeswasserstraßenamt in Stralsund und haben dann natürlich erfahren, dass das eine Bundeswasserstraße ist, erster Ordnung aus der Geschichte heraus, weil es früher halt ein Transportweg war, wo eben die Lastkähne durchgefahren sind und das ist aus der Historie noch erhalten. Und dieser Wasserweg geht halt noch bis zur Geinitzbrücke, diese Eisenbahnbrücke über die Neubrandenburger Straße. Und deswegen ist auch der Bund dafür noch zuständig. Nun war es so, dass der Bund eine Reform angestrebt hat und seine ganze Verantwortung bezüglich des Unterhaltungs der Wasserbauten eigentlich abgeben wollte und nur noch die Verwaltung betreiben möchte. So. Und solche Wasserstraßen kamen dann eben auf den Prüfstand und es wurde mit der Reform dann entsprechend bestimmt, dass es Wasserstraßen gibt, die
wirtschaftlich genutzt werden und Wasserstraßen, Nebenwasserstraßen, sonstige Wasserstraßen, die auf dem Prüfstand müssen, wo eigentlich der Bund als Verantwortlicher seiner Wasserstraßen nicht erkannt hat, dass es ein, ich sag mal, touristisches Potenzial dieser Nebenwasserstraßen, sogenannten Nebenwasserstraßen gibt. Und deswegen ist eigentlich zusammen mit unserem Widerstand gegen die Schließung der Schleuse eigentlich auch bundesweit ein Kampf entstanden, an dem wir uns auch beteiligen und wo dann eigentlich die anderen Bundesländer auch aufgewacht sind, vor allen Dingen die ostdeutschen Bundesländer, die sehr viele touristische Wasserstraßen haben, dass man also nicht im Rahmen des Blauen Bandes, wie es mal anmoderiert war, dass man sagt, wir machen alles Renaturierung, alles zurück zum Ursprung, zur Natur und wir lassen alles verfallen. Damit würde also sehr viel touristische Wasserwege bei uns in den ostdeutschen Bundesländern verloren gehen. Das hat mittlerweile der Bund auch erkannt. Es hat ein sogenanntes Umdenken eingesetzt, nur dass das eben, ich sag mal, noch nicht bis in die letzten Instanzen durchdrungen ist und im Moment, ich sag mal, dem Eigentümerbund seine Schleuse, ich sag mal, nicht wichtig ist, ganz am Ende steht und sie also keinerlei Interesse dran haben, jetzt, ich sag mal, von der Seite Bundeswasserstraßenamt diese Schleuse zu unterhalten, weiter instand zu setzen oder die anstehende Vollmodernisierung durchzuführen. Also im 40-jährigen Turnus ist immer eine Vollmodernisierung irgendwo dran und im 5-jährigen Turnus sind immer die Überprüfungsarbeiten und die Modernisierung und Sanierungsarbeiten dran. Davor scheut im Prinzip der Bund generell und seit 2012 passiert gar nichts mehr an der Schleuse. Und unser Kampf war es dann, eben den Eigentümerbund darauf aufmerksam zu machen, dass er sein Bauwerk hier also nicht einfach zuschütten kann und wie es angedacht war, eine Schleppe zu errichten, sondern dass er hier in die Verantwortung genommen werden muss, eigentlich erstmal zu prüfen, ist es überhaupt machbar? Weil darüber wurde gar nicht vorher gesprochen. Es wurde also dieser Beschluss gefasst in Zusammenarbeit zwischen unserem Oberbürgermeister der Stadt Rostock und dem Verkehrsministerium unter der Leitung des Herrn Pegel und dem Bundeswasserstraßenamt wurde eigentlich mehr oder weniger der Beschluss gefasst. Wir schließen die Schleuse, kippen sie zu, machen einen Hochwasserwall drauf und bauen eine Schleppe für die Sportler oben drüber. So, das Problem ist ja nur, es ist ja... Darf ich da mal zwischenfragen? Also der Oberbürgermeister von Rostock hat dem zugestimmt, dass die zugeschüttet wird? Er hat diesem zugestimmt. Also da hatte ich einen anderen Kenntnisstand. Ich dachte nur, also es wird ja mal anders kommuniziert irgendwie. Es wird ja, zumindest wir kommuniziert, haben... nein, wir werden und wir wollen und wir setzen uns auch ein, aber man muss und so weiter. Also alles das, was so ein bisschen... Ja, in der Schwebe ist, deswegen reden wir auch heute drüber. Ja, es wird in der Öffentlichkeit nicht alles rübergereicht und wir haben dann versucht, die Wahrheit irgendwo am Beginn unseres Kampfes ans Licht zu bringen, wollen da auch gar nicht so weit drin rumstochern. Fakt ist, dass die Zustimmung schriftlich erteilt wurden vom Oberbürgermeister, obwohl die Bürgerschaft schon im Uferkonzept beschlossen hatte, wir wollen die Schleuse retten, wir wollen die Schleuse erhalten. Das war also ein Beschluss der Bürgerschaft. Dennoch ist das Schreiben zeitgleich rausgegangen an das Bundeswasserstraßenamt, das Rostock mit seinem Oberbürgermeister unterschrieben, zustimmt, ja. Wir hatten zuerst in einem Bürgerschaftsbeschluss auch gefordert, dass er diesen Beschluss zurücknimmt und das war eben der Kampf, der dann losging, hier die Verantwortlichen auch in die Verantwortung zu rufen. Und der Bund als Eigentümer seines Denkmales ist natürlich auch gefordert, hier seinen Denkmalpflichten nachzukommen und die fordern wir jetzt ganz speziell auch ein. Denn normalerweise ist ja der natürliche Verbündete für alle, die Denkmale auch privat besitzen oder auch als Verein, ist ja eigentlich das Städtische Amt für Denkmalpflege. Was ist denn aus dieser Richtung? Da ist ja die Kenntnis da, der Voraussetzungen, wann ist was ein Denkmal und so weiter. Wie sieht es mit der Unterstützung aus? Ja, ich sag mal, es ist ein bisschen zwiespältig. Also wir haben damals im August 2015 einen Antrag gestellt an die obere Denkmalbehörde in Schwerin, diese Mühlendammschleuse als Denkmal anzuerkennen. Das ging auch relativ schnell. Wir haben also dann Mitte Oktober schriftlich Bescheid bekommen, dass diese Schleuse ein bedeutendes Baudenkmal für die Stadt Rostock ist. Und das ist auch wirklich, also das ist etwas, wo klassifiziert wird. Also da kommt jemand, die gucken sich das auch an. Das ist jetzt nicht einfach nur etwas, was man einreicht und wo jeder automatisch sagt, ja, wenn die ein Denkmal daraus machen wollen, bitteschön oder so. Nein. Das sind wirkliche Kriterien. Man muss also den Antrag schon ein bisschen, schon begründen.
Wir waren damals also, ich sag mal, fast tagelang im Stadtarchiv und in sonstigen Unterlagen, um das alles zusammenzusuchen, zusammenzustellen. Und es ist so, dass dann durch die Oberdenkmalbehörde sowohl die Denkmalwürdigkeit als auch die Denkmalfähigkeit festgestellt werden muss. Und beide Kriterien sind also bestätigt worden. Und damit ist die Mühlendammschleuse per dato, ich glaube 25. 27. Oktober 15, ein Denkmal. Das ist dann aber leider ist durch ja den... Ist ja eigentlich ein richtiger Schritt zur Erhaltung gemacht ja, das worden. War auch, das war auch unsere Absicht, um ja. erstmal diesen Abrissgedanken, sage ich mal, einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Zumindest war das unsere Hoffnung, dass man dann Denkmal nicht so einfach zuschütten kann. Leider hat der Bund das etwas anders gesehen, der sich also über Monate gesträubt und gezedert hat, das anzuerkennen. Genauso war es eigentlich auch in der Hansestadt Rostock, was also OB und das Denkmalamt betrifft, das also bis weit in das Jahr 2016 hin immer abgestritten wurde, dass die Mühlendammschleuse ein Denkmal ist, obwohl durch Schwerin festgestellt. Das hat also sehr, sehr lange gedauert. Man hat es dann als Prüfauftrag verstanden, unter dem Motto, wir müssen das zusammen mit dem Eigentümer prüfen, ob es Denkmal sei, aber das ist also rechtlich falsch. Irgendwann haben sie es dann doch mal anerkannt und im September 2016 ist dann auch die Mühlendammschleuse in die offizielle Denkmalliste der Hansestadt Rostock gekommen. Das ist aber der einzige Akt, der eigentlich durch die Denkmalpflege der Hansestadt Rostock gelaufen ist. Das, was wir also fordern, was ja die Denkmalbehörde, die untere Denkmalbehörde mit dem OB als Leiter dieser Behörde von jedem privaten Hauseigentümer, was ich also in meiner Arbeit dass also Bürger, die ein denkmalgeschütztes Gebäude haben, ihre Auflagen bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben, was sie verändern dürfen und was nicht. Leider tut die Denkmalbehörde der Stadt Rostock das mit dem Eigentümerbund nicht. Und das ist das, was wir eigentlich von der Denkmalbehörde fordern. Wir reden ja dann nicht über Sanierung und Instandsetzung, sondern wir reden alleine über Aufgaben der Instandhaltung. Wenn man sich das anguckt, im Film war es wunderbar zu sehen, wie also die Anlage, die Tore dort weiter vergammeln, wie alles zuwächst. Ja, man konnte sehen. Ne? Wie man also den Verfall nicht aufhält, sondern ihn eigentlich noch fördert. Ja. Und also unsere bisherigen Bestrebungen, doch mal durchzuspülen und das mal sauber zu machen, sind also bis jetzt gegen Null gelaufen. Also ich kann zumindest eins verstehen, wenn ich jetzt der Bund wäre, ne? Und ich denke, ich bin was losgeworden und da ist auch der Oberbürgermeister, also die Stadt ist irgendwie einverstanden. Dass ich dann natürlich ein bisschen mich ziere und sage, rinnen die Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, so wie der Mecklenburger sagt. Aber irgendwann ist doch auch mal gut. Also aus meiner Sicht, ich weiß, bei euch kriege ich Zustimmung, aber ich denke schon, wenn es einen Bürgerschaftsbeschluss gibt, wenn es einen Fakt gibt, der nicht zu leugnen ist, das ist ein Denkmal, dann ist es zu erhalten. Punkt. Aus. Fertig. So ist das ja bei uns geregelt. Ich meine, irgendwo... Das ist aber nicht nur der Bürgerschaftsbeschluss. Da muss man halt sagen, wir haben uns da geirrt. Wir wussten das damals noch nicht oder so. Ja, so würde ich das... Jetzt könnte man neu angreifen. Jetzt könnte man vielleicht neu angreifen und sagen, jetzt fangen wir mal bei Null wieder an. Jetzt haben wir erkannt, dass wir uns hier ein Kleinod nicht kaputt machen für die Hansestadt Rostock, dass wir uns ein bisschen Geschichte erhalten, dass wir unsere Geschichte an die Kinder weitergeben. Und da waren wir eigentlich auch guter Hoffnung, wo dann auch der Dr. Bettnotz als oberster Denkmalschützer beim Büro des Oberbürgermeisters mit am runden Tisch gesessen hat und gesagt hat, jetzt geht's los. Jetzt machen wir eine interministerielle Abstimmung und versuchen, die Schleuse zu retten und versuchen eigentlich unseren Wünschen nachzugehen und die Machbarkeitsstudie, um vielleicht jetzt mal in die Gegenwart zu kommen, auf den Weg zu bringen, die abzustimmen in Schwerin, dass wir also die Aufgabenstellung erarbeiten, wie können wir die Schleuse retten. Und an dem Punkt sind wir dann doch ein bisschen hängen geblieben, weil das dauerte dann auch wieder ein Dreivierteljahr, allein diese Abstimmung. Ja, das konnte nicht sein, da haben wir nachgehakt und mussten dann am Ende feststellen, dass dann auch wieder gegen diesen Erhalt gearbeitet wurde, auch von dieser Seite. Und am Ende kam dann das Credo, Denkmalschutz ist gut und schön. Denkmalschutz setzen wir auch um, wenn wir eine Plakette festmachen, dann ist dem Denkmalschutz auch Genüge getan und das Gebäude abgerissen ist. Und das war das, was uns natürlich sehr aufgestoßen ist, wo wir gesagt haben, das aus den Worten ist sicherlich vom Gesetz her richtig zitiert, wenn ein Eigentümer sich ein Denkmal nicht leisten kann,
dann kann er das Denkmal sicherlich auch beräumen, den Antrag auf Beräumung stellen und darauf hinweisen, dass mal ein Denkmal da war. Ob das bei dem Bund der Fall ist, dass der kein Geld hat, und ob das gerade in diesem speziellen Fall so richtig ist, das wage ich stark anzuzweifeln, weil ja jedes Jahr durch diese Verwaltungsreform im Bundeswasserstraßenamt ja Millionen zurück an den Bund zurückgeschickt werden, weil man nicht in der Lage ist, die Mittel, die man eingestellt bekommen hat, zweckgebunden auszugeben, weil sie gar keine Arbeitskräfte mehr haben, die durch die Verwaltungsstrukturreform wegrationalisiert wurden. Alles, was Bau, Instandhaltung, Unterhaltung betrifft, keine Leute, über 500 Millionen im Jahr zurück an den Bund. Und dann heißt es kein Geld für die Schleuse zur Sanierung und Instandhaltung da. Und da muss ich sagen, das sollte man doch dann mal hinterfragen und auch mehr Druck von der Hansestadt Rostock machen und den Bund als Eigentümer erstmal hier in die Pflicht zu nehmen. Also der Wunsch ist allgemein deutlich rübergekommen, dass aus dem Rundtischgespräch das, was wirklich wichtig ist, Vertrauen zu schaffen, dass man gemeinsam etwas möchte, dass da irgendwann jetzt auch mal die Taten folgen sollten. Ich will der Hoffnung doch nochmal Ausdruck verleihen, dass ich schon glaube, dass da der gute Wille vielleicht doch vorhanden ist bei dem Dr. Bettnatz oder besser gesagt in der Verwaltungsebene. Ja, ich kann die Hoffnung ja mal formulieren. Was aber eine Stadt natürlich interessiert, sind die Folgekosten. Das ist selbstverständlich. Wir haben einen Haushalt, ich glaube, die Lage ist bekannt, dass jemand sagt, ja, da haben wir wichtigere Dinge als das und das. Wie ist denn euer Konzept, wenn die Sanierung gelaufen ist? Es muss ja dann betrieben werden. Und ob sich jemand findet, der das dann betreiben möchte, es ist ja noch wirtschaftlich betreiben möchte, was für Kosten laufen da auf? Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb man sich ein bisschen bedeckt hält und sagt, wir haben andere Prioritäten. Ich sage das nur aus meiner Erfahrung heraus. Ja, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Sanierung, das andere ist nachher die Baderbetrieb. Ja, die Hansestadt Rostock hat sich eigentlich öffentlich hat sich die Hansestadt Rostock, sprich der OB, immer geäußert, dass er eine sanierte Schleuse übernehmen möchte, dass er sie übernehmen wird und betreiben wird. Und wollte dafür, ich glaube, 50.000 Euro pro Jahr in den Haushalt einstellen. Das heißt, zur Übernahme hat sich die Hansestadt damals eindeutig erklärt. Und wir gehen davon aus, dass das jetzt, wenn die Sanierung dann gelaufen ist, und wir gehen davon aus, dass unsere Machbarkeitsstudie das belegt, dass das dann auch so funktioniert. So, und was die Finanzierung dann betrifft, deswegen wieder unser Konzept, nicht nur Schleuse, sondern Schleusengelände. Eine Schleuse selber wird sich nie tragen, die Schleuse war immer kostenlos für diejenigen, die da durch sind. Die wird also sicherlich weiterhin kostenlos bleiben. Ist das generell so, dass die Schleusen alle kostenlos sind? Zumindest ja, vielleicht, in öffentlichen Straßen, das weiß ich Bundeswasserstraßen. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ja, vielleicht vergleichen wir es doch mit der Bundesstraße. Also ich bezahle ja auch nicht, wenn ich über den Bahnübergang fahren will, jetzt also eine Gebühr, dass ich über den Bahnübergang komme. Und ähnlich ist die Bundeswasserstraße genauso eine Wasserstraße, die für den öffentlichen Verkehr da ist. Und es ist vielleicht Ziel einiger Leute, jetzt eine Schleusengebühr zu erheben. Wenn wir sie privatisieren, dann müsste sie privatisiert werden. Aber das funktioniert nicht, weil der Bund sich ja bereit erklärt hat, dankenderweise 50% für die Sanierung der Schleuse noch zur Verfügung zu stellen. Und das funktioniert nur, wenn sie in öffentlicher Hand am Ende bleibt. Ne? Wenn dann der Betrieb nachher privat das Gelände weiter bewirtschaftet wird, ist das was anderes. Aber die Straße selber müsste dann, ich sag mal, an Schwerin bzw. an die Stadt Rostock übergeben werden. Dann würde die Herabstufung auf eine Bundeswasserstraße zweiter Ordnung erfolgen, so wie der Rest der Oberwarnow auch schon Bundeswasserstraße zweiter Ordnung ist. Und dann muss sie aber im Eigentum der Kommune bleiben. Also sie kann nicht privatisiert werden. Und insofern sind ja Bundesstraßen auch öffentlich frei zugänglich und das muss genauso für Wasserstraßen gelten. Und auf der Grundlage versteht man das vielleicht am besten, dass man hier nicht einfach sagen kann, wir müssen jetzt hier von jedem Paddler 10 Euro Schleusengebühr erheben, um das Ganze wirtschaftlich tragfähig zu machen. Dann muss ich hinterfragen, welchen wirtschaftlichen Wert bringt der Wasserturm, ähnliche Gebäude, die jüngeren Datums sind, wie so eine Schleuse, ein Unterwasserbauwerk, ein ingenieurtechnisches Bauwerk, sage ich mal, was wir unseren Kindern vermitteln wollen, erklären wollen, zeigen wollen, wo wir Schulklassen bilden wollen. Da steht ein ganz anderer sozialpolitischer Auftrag dahinter, auch für eine Stadt so ein Bauwerk zu erhalten und im Prinzip auch an die nächste Generation weiterzugeben. Ja, das leuchtet mir ein irgendwo. Das denke ich schon, dass man auch eine Privatisierung dann gar nicht überhaupt gedanklich fassen sollte. Aber auch Gastronomie
und dieses Betreiben dieser Stelle immer da sein. Es muss ja immer jemand da sein. Oder gibt es bestimmte, Schließzeiten, wo man sagt, in der Zeit kann dann was passieren. Und ich habe noch eine Frage. Die Brücke ist ja saniert worden. Und so, ich habe aus dieser Begehung bei dem Mühlendammfest, also bei dem Schleusenfest, habe ich herausgenommen, dass da Tatsachen geschaffen wurden, was so die Durchfahrtshöhe betrifft. Das ist ja dann auch schon etwas, wo eine Tatsache geschaffen wurde, die jetzt einigen Wassersportlern das gar nicht mehr ermöglicht, die Schleuse zu benutzen. Ist das so? Nicht ganz. Ich habe das so. Nee, nicht ganz. Also vielleicht nochmal zur Klärung, das wäre vielleicht ganz gut. Die Brücke musste gebaut werden, die Brücke sollte niedriger gebaut werden. Wer das von früher noch kennt, der ist ja mal über so einen Buckel rübergefahren. Ja. Es gab sogar mal Bestrebungen, die Straße gerade rüber zu führen, also die komplett zuzumachen. Und da gab es also ein bisschen hin und her zwischen dem Wasserstraßenamt und der Hansestadt Rostock, die sich eigentlich mal einigen wollten auf eine bestimmte Höhe und auf eine bestimmte Breite. Letztendlich hat die Hansestadt dann die Brücke doch so gebaut, wie sie wollte und hat dann dem Wasserstraßenamt doch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das heißt, die Brücke ist doch erheblich niedriger geworden, wie die alte war. Es gibt aber immer noch eine Durchfahrtshöhe, die also für, ich sag jetzt mal, selbst für kleine Motorboote oder ich sag jetzt mal das Stichwort Neptunhopper, hat man ja gesehen zum Tag des offenen Denkmals, die also dort noch durchkommen. Es wird ein bisschen problematisch, weil die Brücke jetzt über das sogenannte Unterhaupt gebaut ist, tiefer und breiter geworden. Früher konnte man den alten Fußweg, die Bohlen rausnehmen und konnte die Tore ziehen. Ja. Das geht jetzt nicht mehr, das ist alles ein bisschen schwierig, dass man das alles ein bisschen rausfummeln muss, einschließlich der Fluttore. Aber so wie wir auch mit Spezialisten gesprochen haben, des Wasserbaus, die uns gesagt haben, es geht. Also ist da an der Stelle etwas Entwarnung, weil das ist natürlich auch etwas, es soll ja frequentiert werden nachher. Weil sonst wird sich eine wirtschaftliche Betreibung auch nicht lohnen also für jemanden, für der dort Gastronomie machen möchte. Überhaupt und so kein weiter. Problem. Und wie gesagt, selbst kleinere Motorboote, von denen es ja immer noch einige auf der Oberwarnung gibt, die dann gerne nach unten möchten, für die wäre das also kein Problem. Ich glaube, die Durchfahrtshöhe liegt jetzt noch irgendwo bei etwas über 3 Meter. Ne? Ich glaube, die Brücke ist auf 4 Meter gebaut worden, die war früher 4,60 Meter und also von der Durchfahrtshöhe überhaupt kein Problem. Der Ausgangspunkt war nur dieser Streit, dass der Bund sich aus der Verantwortung zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, mein Bestandsschutz ist hier nicht gewährleistet, ihr habt mir Einschränkungen durch die neue Brücke gegeben und jetzt ziehe ich mich aus meiner Verantwortung zurück. Weil das war ja der Kernpunkt, wo dann, ich sag mal, verschiedene Ministerien, der Eigentümer, das Land als Hochwasserschutzverantwortlicher, wo die Stadt als Verantwortlicher für den Straßenbau und eben der Bund als Verantwortlicher für die Schleuse sich auf einer Baustelle nicht einigen konnte. Das war so dieser Ausgangspunkt. Man hat sich dann aber auf eine ausreichende Durchfahrtshöhe geeinigt und die ist auch erstellt worden, sodass man alles noch gewährleisten kann, sicher. Die Frage ist, rechnet sich das jetzt, diese große Schleuse weiter zu betreiben auf der Größe und auf der Länge? Oder denkt man vielleicht darüber nach, die Schleuse vielleicht sogar zu verkürzen, um eben für den noch notwendigen Bedarf die Schleuse auch anzupassen? Ob sie dann in der Instandsetzung, Unterhaltung und im Weiterbetrieb kostengünstiger betrieben werden kann, wenn sie zum Beispiel nur noch halb so lang ist. Na, das wäre ein Fakt, worüber man nachdenken muss, den die Wirtschaftlichkeitsstudie auch beleuchten wird. Aber wir brauchen nicht darüber reden, ob man eine Schleuse als solches wirtschaftlich betreiben kann. Es kann nur im Gesamtkonsens gesehen werden mit der Stadt Rostock als ein weiteres touristisches Highlight, was hier, ich sag mal, unsere Schleusenfeste doch gezeigt haben, dass die Bürger das Interesse haben, dass die hinkommen und dass man das dann eben auch als bildungspolitischen Auftrag versteht, dass man dort eben an einem Verkehrsknotenpunkt die Bürger der Stadt Rostock sehr schnell von der Arbeit zum Erholung kommt und den Wasserweg der Oberwarnow für die individuelle Erholung nutzen kann. Und das wollen wir eigentlich unterstützen mit dem Erhalt der Schleuse. Und dazu wird, wie gesagt, jetzt diese Studie erarbeitet werden. Und mit dieser Gastronomie an der Stelle kann das eine ganz runde Sache werden, wenn der Fahrradweg aus der Stadt, aus dem Hafen, wo er ja schon läuft, der endet ja schon am Mühlendamm von der anderen Seite, wenn man den jetzt rüberführt, in die Natur rausführt, den anbindet an die Landkreise, in die Wohnbebauung Kessin raus nachher, dass man, sage ich mal, Stadt und Land miteinander verbindet und parallel zum Wasserweg vielleicht auch den Radweg schafft, sodass dann die Erholung, sage ich mal,
zwischen beiden hin und her wechseln kann. Das ist eigentlich so gut zusammengefasst, was die Zukunft bringen soll, dass mir dazu gar nichts weiter einfällt, als einfach mal Danke zu sagen. Denn ihr nehmt ja doch einiges auf euch. Und ich stelle immer wieder fest aus diesem Gespräch, wenn ich das für mich zusammenfassen kann, es wird viel geredet, es wird auch viel getan. Manches davon ist dienlich, manches erweckt den Anschein, als würde eine Verzögerungstaktik in irgendeiner Form gefahren, um Tatsachen zu schaffen, dass dann das, was weiß ich, ganz versandet ist und man eigentlich nichts mehr tun kann. Aber ich bin eigentlich ganz sicher, so wie wir hier jetzt zusammen sitzen, das wird nicht passieren. Nämlich, weil ihr dabei bleibt und ja, da kann ich nur Erfolg bei wünschen und ein bisschen Harmonie zum Rostocker Rathaus hinschicken. Aus unserer Runde. Ja, ich denke, dass wenn der gute Wille da ist, dann gibt es Lösungen. Ich denke, das ist angesprochen worden. Geld ist da, es gibt Verbündete und wir hoffen mal, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Wir bleiben jedenfalls mal dran und werden zu gegebener Zeit nochmal nachhaken. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Danke auch.